zu unserem letzten Block. Ich hoffe, ihr habt noch genügend Kraft, das durchzustehen, weil es wäre sehr unhöflich, wenn ihr am Schluss keine Fragen, sondern nur Schlafgerüchte kämpft. Also bitte fit bleiben. Robert Würgler mit dem Thema Tracking im Web, warum Alice das eine sieht und der Bob das andere. Und jeder, der schon mal etwas so Krypto etc. gehört hat, der weiß, dass die beiden Namen nicht zufällig gewählt worden sind. Viel Vergnügen und das Mikrofon ist frei für dich. Also, merci für Marco, das sollte gut sein. Das ist natürlich ein Fake, also so zum Start natürlich ein Suchergebnis. Also, was wir denken, sagen, es gibt natürlich den Begriff Tracking, den man könnte. Entschuldigung, ich muss, glaube ich, über das Deutsch sprechen. Tracking, den kann man natürlich mal neutral definieren. Es gibt Eye-Tracking, es gibt eben Tracking, so wie der Titel es sagt, im Web. Und ich habe Folgendes vor. Zuerst ganz klassische Definition und dann die Geschichte mit dem Tagesanzeiger und NZZ und habe noch die Republik dazu genommen. Das ist eigentlich nicht eine Paywall-Studie, also das ist so ein bisschen der Aufhänger. Dann will ich ein paar Methoden vorstellen, beschränke mich eigentlich auf vier bekannte und relativ alte, also Third-Party E-Mail, Cookie und Session E-Mail. Und dann der Rest, also der Vortrag ist ein bisschen lang, also der Rest ist dann mehr Interpretation. Also zuerst gehe ich so ein bisschen auf die Fakten, in Anführungsstrichen, ein und dann Interpretation und wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich einen 90-Minuten-Vortrag als 30-Minuten-Vortrag eingegeben habe. Wir Berner, das hat ja die ETH mit einer Studie schon mal bestätigt, sind ziemlich langsam und dieser Vortrag ist jetzt halt entsprechend schnell, also eben quasi ein Film. So, frei nach Olaf Schubert, wir ziehen das durch, ihr habt bezahlt. Da ganz kurz, ich gehe gar nicht groß darauf ein, ihr könnt dann auf der Homepage nachschauen, das ist mal so eine Idee, warum heißt das Forschungsstelle, das war mal so vor 10 Jahren oder so, war das eine Idee und ob es jetzt irgendwas draus wird, wenn man das so sagen will, Richtung Informationsaustausch, Recherche, Plattform, das ist natürlich, sag ich jetzt mal, ein Hobby von ein paar Berufsleuten. Ein Schlagwort, das man natürlich diskutieren oder immer wieder diskutiert, ist Digitalisierung. Also immer das heißt, also ist es mehr ein Hype, das wäre jetzt so ein Beispiel, oder ist es mehr ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess? Und bei all dem, wie bei diesem Vortrag auch, oder wie plakativ soll man sein, Vortrag, das wurde auch schon auf der Einladung geschickt, also ich bin eigentlich nicht, ich habe meinen Job, habe ein paar Lieblingsthemen da, zum Beispiel Sicherheitsökonomik und so. Gut. Das schöne Gelb funktioniert, glaube ich, nicht. Seht ihr auch nicht? Jetzt geht das auch nicht mehr. Okay. Dann hoppla. Bin ich auch mal so weiter. Doch, geht. Vielleicht ganz kurz Web, Mail und Apps, also der Titel sagt Web, aber natürlich ist Mail, Apps und das ganze Internet, könnte man sagen, ist natürlich betroffen von Tracking. Ich schlage mal vor, Tracking eher das Nachverfolgen, also verstehe ich jetzt mehr eher das Nachverfolgen oder das Datensammeln, man könnte sicher anders definieren und das Profiling wäre dann vielleicht das, was man daraus macht, also Profile erstellen. Daten einer Person zu ordnen, beispielsweise und natürlich sehr bekannt, also die Verhaltens- und Zielprofile. Das will man ja zum Beispiel in der Werbung. Jetzt ist strittig ein bisschen so in der Literatur, ist Tracking eigentlich neutral definiert, also wie der Begriff Eye-Tracking, den man in der Medizin zum Beispiel verwendet oder eben im Marketing, ist das neutral definiert oder ist Tracking per Definition unerwünscht? Je nachdem, wie man das die Frage beantwortet, kann man vielleicht benignes oder gutartiges oder bösartiges Tracking unterscheiden. Ich weiß nicht, ob das der Wahrnehmung entspricht. Das Problem ist ein bisschen die Abgrenzung. Wenn man sagt, es gibt ein benignes, also ein gutartiges Tracking, dann ist es ja eigentlich dasselbe wie gar kein Tracking, oder eigentlich? Also könnte man sagen, Tracking ist immer bösartig in Anführungszeichen. Und vielleicht das jetzt trotzdem, beim gutartigen Tracking könnte man das typische Cookie, einen Sitzungsbezeichner, also beispielsweise ein Logging bei einem Shop, könnte man als gutartiges Tracking bezeichnen. Die Selbstvermessung jetzt als Schlagwort müsste man ja eigentlich auch dort rein tun, das ist irgendwie freiwillig. Also
also jedenfalls den Teil, den man freiwillig tut. Und dann wäre natürlich das maligne Tracking, das deutsche passt mir irgendwie nicht so, aber ich glaube, man sagt es so, wäre dann eher ungewollt oder eben ohne Zustimmung, auch intransparent, sagt die Forschung, und anlasslos könnte man auch noch sagen, weil der Anlass fehlt, also ein Login als Beispiel, und das ist natürlich eben aus der Sicht der Kundin oder der Website-Besucherin. Die Annahme beim benignen Tracking wäre demnach symmetrische Interessen, jetzt etwas gehoben ausgedrückt, also beispielsweise ein Zeitungsdigital-Abo, da akzeptiere ich, dass das Cookies gesetzt werden, damit mein Login erkannt werden. Wohingegen bei den asymmetrischen Interessen weiß ich ja zum Teil gar nicht, dass das Tracking passiert und ich will eigentlich auch nicht unbedingt gezielte Werbung. So, jetzt kommen wir mal schnell zur Titelgeschichte. Klar, oder Paywall ist die eine Antwort, aber die andere ist ja noch nicht geklärt. Warum kann Alice und Bob etwas anderes sehen unter Umständen? Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das schon so erfahren habt. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich von Leuten, also einen Artikel oder einen Link von einem Tagesanzeigerartikel weitergeschickt habe und die haben gesagt, die können das nicht lesen. Also das ist so eine typische Erfahrung. Vielleicht ganz kurz, ob schon es eben nicht um Paywalls an und für sich geht. Es gibt so die Begriffe hart, weich, kombiniert und vielleicht sind jetzt diese drei Medienprodukte aus der Schweiz, könnte man mehr oder weniger dort einordnen. Ich habe mal eine Mail-Anfrage gemacht an der FZZ, Tagesanzeiger der Republik, mit ein bisschen unterschiedlichem Interesse, wie ihr seht, was die Antwortzeit betrifft. Aber naja, die NZZ sagt, weltweit einzigartig mit ihrem dynamischen Paygate. Was jetzt interessant ist, also das rote, da dynamische Komponente, finde ich interessant, abhängig vom individuellen Userverhalten und dessen Kaufwahrscheinlichkeit. Also, ist natürlich eine Art Algorithmus, den sie nicht offenlegen, finde ich aber noch interessant. Also, da sind ja irgendwelche Userverhalten dahinter. Und der letzte Punkt auch, 0,5% Conversion ist, also das heißt, die Rate, die sie erhalten, dass Leute dann wirklich bezahlen wollen, ist 2,5%, das geht als relativ hoch, das muss man sagen. Die zweite Antwort ist zum die zweite Seite der Antwort von der NZZ ist so ein bisschen ohne Mitregistrierung, aber noch kein Abo und dann nur mit Abo, also naja, wer ist interessiert, ja. Tagesanzeiger sagt, sie haben ab 2017 ein Abo-Plus-Modell eingeführt und sie haben eigentlich klassisch 5 bis 7 Artikel pro Tag im Normalfall, also sie gehen davon aus, also die Leute nicht, sich nicht schützen vor Tracking. Dann haben sie irgendwie 5, 7 Artikel pro Tag. Entschuldigung, nein, sie ist eigentlich exklusiv, sagen sie da. Ja, sagen sie auch andere. Der Inhalt ist nur für Abonnenten lesbar, sagen sie. Ja, also ein bisschen Widerspruch zu dem, was ich sehe. Ich sehe das immer. Also so dieses Ding hier da, die mit dem Abo Plus markiert. Habt ihr schon gesehen vielleicht, wenn ihr mal auf Tagesanzeige seid. Voilà. Die Republik, ganz kurz. Die haben natürlich ein Modell, da muss man zahlen, der Inhalt kann aber frei geteilt werden. Also wer Abonnent ist, kann den Artikel auch teilen. Die Reichweite interessiert sie in dem Sinn nicht und was eben das Tracking betrifft, das ist interessant für uns jetzt hier. Vielleicht das mit dem YouTube oder wenn sie ein Beispiel, ein Video eingebettet haben, dann warnen sie zuerst, bevor sie das YouTube-Video abspielen, damit so die Erklärung von der Republik, damit die Leute sehen, aha, okay, da kannst du von YouTube getrackt werden. Gut, vielleicht kurz als Fazit, wenn man so will, Soft Paywall, ein bisschen locker in der Handhabung, TA und NZZ hat so eine Art dynamisches Paygate, Republik relativ harte Paywall. Natürlich ist das Schulbeispiel Wall Street Journal schon seit einigen Jahren. Das berücksichtigt jetzt nicht diese Tracker von Tracking-Firmen, also von Drittparteien-Firmen bei der NZZ und Tagesanzeige. Gut, das war, ja, das jetzt, warum können jetzt einige Leute gratis lesen und andere nicht? Wir gehen da noch ein bisschen in die Tiefe mit den Methoden. Es gibt ganz viele Methoden und das ist jetzt wirklich unsortiert, ich gehe da auch gar nicht groß drauf ein. Also es gibt wahrscheinlich noch 100 andere, die es auch noch gibt, habe ich gar nicht erwähnt. Ich möchte vielleicht, auch hier funktioniert das nicht mit der Farbe, okay. Ich möchte vielleicht diese 4 vorstellen, ganz kurz. Das sind alles relativ alte und bekannte Methoden oder Techniken.
Und das ist jetzt wirklich das, wenn ihr euch interessiert, was Third-Party-Inhalte sind und die das nicht kennt, dann schaut doch mal dieses Beispiel an. Nehmen wir an, ihr habt Alice, alice.ch, die hat ihre Homepage und Bob hat seine Homepage mit bob.ch. Und was jetzt hier die Alice macht, ist eigentlich, sie hat ihr Bild, das ist meine Homepage mit ihrem Bild drauf, und der Bob sagt, okay, das ist meine Freundin, aber ich bette dieses Bild ein. Also es ist wirklich Anfängerstoff oder die anderen kennen das. Die Alice hat ein Bild, das heißt alice.jpg, und der Bob sagt alice.ch/alice.jpg. Ich binde das so ein, also ich hole das eigentlich auf der Homepage von Alice. Einfach Leute, die das vielleicht nicht von der technischen Seite nicht verstehen, so funktioniert eigentlich ganz grundsätzlich dort, weil es natürlich stark vereinfacht, schon klar. Jetzt nehmen wir mal an, zwei Wochen später ist Alice ein bisschen verrückt auf Bob. Und sie wechselt ihr Bild aus und lässt alles sonst gleich. Die Alice und .jpg ist jetzt ein Bild von Bob und sie sagt, Bob ist so doof, oder? Und der Bob, der hat nichts gemacht, der ist jetzt ein bisschen, ja, der hat das irgendwie nicht gemerkt und jetzt durch das, dass er immer noch alice.ch/alice.jpg einbettet, ist natürlich dieses Bild ein anderes und er hat das vielleicht noch gar nicht gemerkt. Das Prinzip, es geht ja um das Prinzip, Bob bettet ein Bild ein von Anis, also von einer dritten Person, und Bob könnte auch einen Tracker einbinden. Das ist eigentlich das, was ich hier damit sagen will, auch wenn es eine sehr vereinfachte Darstellung ist. So funktioniert eigentlich Third-Party-Tracking. Und das ist, muss man sagen, das häufigste Tracking, nämlich so sagen wir. Gut, ich gehe mal auf das Mail-Tracking ein. Spam, oder das ist nicht Mail-Tracking per se, man könnte sagen, Spam ist per se oder Scam ist eine Art von Tracking. Man könnte es so einordnen, auch nicht. Kennt das oder Spam, manchmal Medikamente und so. Oder da ist ja auch interessant, eine Mail da, hallo, ich bin die Ann und sie schickt mir da Bilder. Warum weiß sie das? Oder? Was fällt hier auf? Diese Datei love.odt ist relativ selten, dass man nicht ein Doc oder Docx Dokument. Ich habe das mal aufgetan, nein, also natürlich Datei nicht öffnen, ist schon klar, aber ich wollte mal schauen, ob da irgendwelche Tracker drin sein könnten. Ich denke, hier ist es nicht der Fall, aber wäre auch eine Möglichkeit, sicher nicht die klassische. Gut, also es gibt zwei Arten laut der Forschung, die ich gelesen habe, Anschauen von Mails, Tracken durch Anschauen und durch Anklicken von Links. Ich glaube, die meisten, die das vielleicht gemerkt haben, wissen, von was ich rede. Man sagt, 85% der Mails enthalten Drittinhalte, also Trackerfirmen und nicht der Absender, der dich hier trackt. Also wenn dir jemand ein Mail schickt, wie zum Beispiel von einem Newsletter von Tagesanzeiger, das ist nicht der Tagesanzeiger, sondern eben Drittinhalte, Trackerfirmen. Und 70% davon sind eben eindeutige Tracker, also 70% sind Drittinhalte. Und was interessant ist und wahrscheinlich vielen Leuten nicht bekannt ist, also diese Drittfirmen, also wenn dir der Tagesanzeiger eine Mail schickt, 19% sagt eine Auswertung, liegen aus die E-Mail-Adresse an Dritte, also an diese Tracking-Firmen, wenn man das Mail öffnet und keine Vorkehrungen trifft natürlich. Und auch interessant, wenn man das Mail ein zweites Mal auftut, 21% haben, also zu dieser Auswertung vor 2 oder 3 Jahren, das wird schon relativ alt, haben mindestens einen anderen Tracker dann beim erneuten Öffnen der Mail. Habe ich jetzt nicht gewusst vorher. Das ist ein Beispiel Mail, also so sieht es aus. Load Images habe ich jetzt ausgeschaut, also diese Drittinhalte, aber sonst würde jetzt hier ein Bild kommen und es ist ziemlich sicher, auch wenn es ein Kundenmail ist, ziemlich sicher ein Tracker dabei. Zweitens, die zweite Möglichkeit ist vielleicht offensichtlicher, oder wenn man sich vorher schützt, wenn man einen Link anklickt, aber das wissen auch viele Leute nicht, erstaunlich viele Leute wissen nicht, dass wenn man einen Link in einem Mail anklickt, dass häufig eigentlich die E-Mail-Adresse mit entweder direkt oder verschlüsselt oder halb verschlüsselt drin ist. Beispielsweise bei Mailchimp, ich habe da ein Beispiel, oder das ist so ein typischer Tracking-Link in einem Mail, oder hier auch, sieht man jetzt hier, also sieht man auch nur, weil das Mail als Text an, seht ihr hier, Beobachter, oder macht das auch, Mailchimp, Beobachter verwendet Mailchimp, diese Versandplattform, und hat auch noch Anzeigen drin, okay, ja, das ist klar, relativ lange Tracking-Links drin.
Man kann natürlich in seinem Mail-Programm, also hier ist das Beispiel von Thunderbird, das bei anderen sollte es auch gehen, kann man natürlich Plain Text einstellen oder reine Text. Übrigens eine Empfehlung, wer es nicht weiß, macht das, weil vielfach Dateinhalte ausschalten genügt nicht. Das wäre jetzt vielleicht zu viel Details, wenn man das noch anschauen würde. So sieht ein Mail aus vor Änderung auf Text. Sie seht jetzt da das Swisscom Spam-Mail und das nachher. Ich bin gar nicht so unglücklich, dass es da noch etwas kürzer ausschaut, wenn man es nur aus Text ausschaut. Oder jetzt hier ist ein weiteres Beispiel. So sieht es aus, seht ihr vorher, nachher, oder Netzticker. Ja, relativ lange Tracking-Links, E-Mail-Adresse drin, ganz schön. Ja. Da jetzt ein Beispiel, Entschuldigung, da schaut das so schnell an, der Bund oder Zeitung der Bund von Bern, also Tagesanzeiger-Konzern, so sieht das aus. Und jetzt auf Test, die hat das nicht verstanden, also der Bund weiß nicht, dass da eine Möglichkeit gibt, oder stimmt etwas nicht am 12. Februar und sie haben da jetzt Daten drin, die sie gar nicht wissen. Also der Absender checkt das auch nicht, so sieht das aus, muss man nämlich so interpretieren. Gut, also zum Schluss vom Mail-Tracking, ich würde empfehlen, wenn ihr das wollt, ja, stellt euren Mail-Client reine Text ein oder vereinfacht das HTML. Inhalte blockieren genügen nicht immer, weil es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man, ohne dass man es so groß merkt, mit HTML, also Entschuldigung, mit HTML-Mails, aber Paketen in Drittinhalten trotzdem tracken kann. Webmail eher wahrscheinlich nicht empfohlen. Ich komme zu den Cookies. Das ist wahrscheinlich bekannt, weil sie ziemlich alt sind. Typisch Login, oder? Das kennt man. Personalisierung ist ein anderes Beispiel. Bei einem Webshop kann das durchaus mehr oder weniger sinnvoll sein, wenn man das denkt, das ist Mozilla SQL. Mythen, Cookie-Mythen, habt ihr vielleicht auch schon gelesen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei. Natürlich sind Cookies nicht Textdateien, also das heißt eigentlich seit mehr als 10 Jahren bei Firefox. Ist eigentlich egal, warum interessiert uns das? Das ist mein Punkt hier, oder vielleicht nicht einmal die Entwickler. Vorschlag war, mal vor 10 Jahren, der obere Software-Ingenieur hat mal vorgeschlagen, man könnte es so definieren, das ist, finde ich, gut. Untere 10 Jahre danach, heute Informationen, die Website auf Ihrem Computer ablegen. Das ist relativ allgemein, passt mir aber irgendwie noch. Also die Definition von Cookies statt zu sagen Textdateien, was definitiv falsch ist. Zweiter Mythos, Cookies sind ungefährlich. Ja, im Prinzip schon, aber man kann sie halt für ganz blöde Sachen machen. Also wenn man der NSA alles zutraut, Fall Belgacom, ist klar, aber es gibt auch sogar mit Two-Factor-Authorization, also sagen wir Zwei-Faktor-Autorisierung, gibt es einen Punkt, wie man eben mit Cookie-Phishing doch ziemlich blöde Sachen anstellen kann. Also Fazit hier vielleicht, ja, sind schon ungefährlich, aber eben auch wieder nicht. Dritter Mythos, Cookies von Drittanbietern blockieren und Goodies. Nicht ganz, also es ist empfohlen, oder also allgemein empfohlen, aber die Forschung sagt eigentlich, die systematische Forschung sagt eigentlich, dass das nicht so viel bringt. Und zwar deshalb, weil Third-Party-Cookies, also Drittparteien-Cookies, können eben zu First-Party-Cookies werden. Außerdem, das ist nicht mit Cookies zu tun, Do Not Track ist auch nicht sehr wirksam, privater Modus wird auch häufig missverstanden. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass nicht, als die History oder die Geschichte nicht direkt gespeichert wird, aber das ist halt auch schon alles. Hier vielleicht schnell, oder warum, oder ein Artikel, ein neuerer, warum die Drittparteien-Cookies nicht mehr wahnsinnig sinnvoll ist, weil die werden umgangen und werden zu First-Party-Cookies gemacht. Das ist vielleicht ein bisschen technisch, aber so ein bisschen um diesen Mythos zu identifizieren. Es gibt noch ganz andere Cookies, ich gehe da nicht groß drauf ein. Ganz böse ist eigentlich Supercookies, ist zwar nicht einheitlich definiert, also es ist dann im Falle von Verizon, einem ISP, einem Internetprovider, eine Art von Deep Packet Inspection, könnte man sagen, oder besser gesagt ein Identifikator einbauen in jedem HTTP-Header, und das ist ziemlich blöd, weil da kannst du nichts dagegen machen. Aber da gebe ich nicht groß aus, es gibt auch noch diese, das heißt zum Glück ein bisschen gestorben, oder weil Flash gestorben ist, es gibt noch
diese Cookies zu nutzen. Vielleicht das Fazit von den Cookies. Interessant, oder? Das ist jetzt Cookiepedia, sagt strictly necessary Cookies aufgrund ihrer Datenmenge sind irgendwie nur so im Bereich von 1%. Also man könnte ja bösartig sein, ja, der Rest ist, naja, eben Tracking eben nicht unbedingt immer positiv im Sinn. Oder jedenfalls, mir geht es auch so, also ich bin vielleicht 1% bin ich in einem Webshop und der Rest, gut, ja, nicht gleich, das ist klar. Jetzt will ich euch noch schnell bei der Session Replacer noch interessant vorstellen, also eine Tracking-Variante, die auch schon ein bisschen älter ist. Da geht es darum, vielleicht war jemand beim Keynote-Referat heute Morgen, ein Tweet oder ein Facebook-Eintrag, der noch gar nicht abgeschickt worden ist, oder der ist dann in der History, die Katharina bekommen hat. Das ist so eine Form von Session Replay oder Autofill Abuse, wenn man so will. Also Texteingaben, die Sie machen in einem Webformular, zum Beispiel in einem Shop, die werden schon abgezogen, wenn man so will, bevor man sie eigentlich abschickt. Also der User denkt typischerweise, ich schicke das dann ab, aber ja, okay, jetzt will ich doch nicht, aber das weiß ja niemand. Aber das ist nicht unbedingt so. Jetzt schaut euch schnell diese Princeton University Demo-Ding, aber es ist echt, also es ist echt im Sinne von nachgestellt. Auf der linken Seite habt ihr die Website, ich gehe jetzt da in einen Shop rein, oder? Und auf der rechten Seite habt ihr quasi das Cockpit oder das Dashboard, das ein, sag ich mal, Operator bei diesem Webshop, es wird wahrscheinlich eben sonst etwas sein, hat. Das sieht dann so aus, das ist kein kurzes Video. Ich gehe jetzt da auf diese Website, oder? Das ist natürlich localhost, weil es eine Demo ist. So, und jetzt mache ich da das, hier drüben ist der Operator, der hat da sein Dashboard. Jetzt hier auf der linken Seite seht ihr jetzt gleich, ich gehe dann etwas, gebe ich dann da ein, ich habe vielleicht schon Daten erfasst und jetzt gebe ich da noch meinen Namen, E-Mail-Adresse und so ein. Und der sieht das da auf der rechten Seite gerade, also ich habe es noch nicht abgeschickt, oder? Ort, New York und so weiter, man sieht das jetzt für euch wahrscheinlich nicht, aber es spielt keine Rolle, es ist einfach 1:1 so kopiert mit einem JavaScript. Geburtsdatum und so weiter. Und dann überlege ich mir, oh, ich wollte es doch nicht abchecken, aber der hat es schon, also der hat die Daten schon. Egal ob es ja oder Kreditkartennummer oder alles da, Passwort natürlich auch, selbstverständlich nicht verschlüsselt. So. Und jetzt schaut er das noch an, er kann das so hin und her scrollen. Also ich habe da noch vielleicht noch gar nicht abgeschlossen oder gespeichert oder abgeschickt. Und das ist alles da schon eigentlich. Wenn man so will, in seinem Cockpit voran. Einfach das so als Beispiel. Und hier ein Beispielskript, also wie das Skript aussehen kann, ist zwar jetzt Autofill Abuse so genannt, also was so abgesogen werden könnte, also Geburtsdaten, Nationalität jetzt als Beispiel, oder weiß ich, Alter natürlich, Household, also Children, Beziehungsstatus, weiß ich was, Autos und was hat das, Haustiere, Postcode, all das Zeug. Jetzt als Beispiel Versicherung, Kreditkarte, hat Auto, welches Jahrgang, welcher Typ und so weiter. Und eben, das Beispiel ist jetzt, hat jetzt die Forscher ein bisschen ratlos gelassen, weil es nicht ganz so klar war, wie man das genau braucht. Es ist ja klar, dass es nicht überall 1:1 vorkommen kann, oder? Aber es gibt diese Firmen, selbstverständlich, also es ist so ein Beispielanbieter, der das da irgendwo präsentiert. Und hier in 2017 waren es einige Sites, darunter zum Beispiel ein Schweizer Freitagskalender, der hat nicht solche Skripts braucht, der damals, heute vielleicht nicht mehr, weiß ich nicht. Und dann gibt es solche Anwendungsfälle, vielleicht ganz kurz. Die Story ist hier, dass eine Person einen Brief schreibt, das ist offenbar ein echter Fall, mit korrekter Privatadresse, eine Einladung für eine klinische Psoriasis-Studie und sie sagt, sie wisse nicht, woher die das wissen. Könnte jetzt so ein Fall sein. Die Frage ist natürlich, wie repräsentativ ist das? Weiß man nicht so genau, man weiß, dass die Daten gesammelt wird, das schon. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das gehabt? Habt ihr gesagt, ja, diese Techniker haben schon längst.
wenn man sie fragt, ist es kriminell? Nein, es ist natürlich freiwillig nicht. Also es ist kein Sicherheitsrisiko, das ausgenutzt wird. Die Fortwährung könnte man bösartig sagen, interessiert eigentlich nicht niemand von der Technik, ist niemand zuständig, ist kein Sicherheitsrisiko. Voilà, so sieht das aus. Tracking in der Praxis will ich auch nicht in Details gehen, aber es ist schon so, oder? Es hat, wir kennen zum Beispiel Google Analytics, all die Tracker sind schon relativ verbreitet. Voilà. So, das war es jetzt zu den Methoden. Jetzt kann ich anbieten, aufgrund der Zeit, ganz kurz, entweder, ich spreche da mal ein bisschen vorwärts, zum Beispiel das, oder? Ja, IT aus dem eigenen Garten, sinnbildlich gemeint. Man könnte sich natürlich fragen, ja, was ist die Abhilfe, wie kann ich das eindämmen? Man kann, also das ist vielleicht eine, je nach Sicht, eine positive Nachricht. Das sogenannte Exponiertsein reduzieren, aber eben tiefe Aktivität kann auch heißen stark geträgt und hohe Aktivität, zum Beispiel mit dem Handy, schwach geträgt. Also es kommt schon darauf an, was man wie tut. Und oder wenn man natürlich so ein bisschen satirisch sein will, also man kann ja das Leben genießen, oder man kann es auf Facebook darstellen. Ich würde sagen, wer jetzt wirklich Einsteiger ist, so wäre der Vortrag gedacht, einfach eins tun mal, oder eins, zwei Dinge, einfache Dinge umsetzen, weil sonst geht man genervt auf. Gesunde Skepsis ist klar, oder so ein bisschen ein Tümpel vielleicht, so wie der das da auch ein bisschen ironisch gesagt hat in einem Post. Vielleicht noch eine kurze Idee. Ihr könnt mich natürlich jetzt mit Tomaten bombardieren oder weiß ich was. Also sowas, Vergleich Junk-IT, Junk-Food. Die SRG berichtet meines Erachtens selten über Junk-Food und wir werden dann noch mal McDonalds vorwollen. Aber wir akzeptieren, als wäre es nichts anderes, dass WhatsApp oder Snapchat, was es dann ist, wohlwollend, oder es gab kürzlich eine Sendung, da wurde eine Stunde über WhatsApp berichtet, kein Witz, oder? Ich fand das noch relativ komisch. Ja, ich meine nur, oder? Viele Leute sagen wahrscheinlich, Prothese kann man doch nicht vergleichen. Ja, vielleicht war das ja bei McDonalds vor, ich weiß nicht wann das kam, auch so. Einfach so als Idee. So, und jetzt ganz kurz zum Schluss, weil ich habe zum viel zu meinem Vortrag. Man kann beispielsweise beim Browser, also wer jetzt Browser braucht, das ist natürlich, wenn ihr wählen wollt, dann wählt den Browser und wählt Firewall. Das gilt so als unter den Experten halt doch noch ein bisschen Tracking-armer, oder man muss so sagen, man kann ihn besser einstellen. Versucht das Add-on uBlock Origin, falls ihr das nicht schon gekannt habt, es wurde heute x-mal erwähnt, das ist mal lustig, ja, das sind sich alle einig. Nicht empfohlen hingegen diese, aber ich will nicht, Kontrawährung ist nicht mein Thema, aber das ist schon so, wenn ihr etwas benutzt, uBlock Origin. Was ist jetzt wieder los? Ja, aber genau, also man natürlich ist es wieder so. So, so sieht es aus, wenn ihr uBlock eine Seite aufruft, die eben auf der Sperrliste ist, jetzt hier in der Sperrliste. Aber auch sonst, die Deutsche Partys könnte man eigentlich auch ganz ausschalten, man könnte JavaScript ausschalten. Bei Mail natürlich eher halt Mailprogramm, und das muss auch nicht gerade Outlook sein für Privatpersonen, im Geschäft muss man vielleicht viel haben. Und natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, besser ist noch reiner Text oder vereinfachtes HTML, natürlich mit den Einschränkungen, die ich erwähnt habe, zum Beispiel Mobile, versucht doch mal Fairmail aus, oder Canon, wenn ich das noch nicht sowieso schon mache. Als Beispiel, Canon ist da nicht so vorbildlich jetzt in Handhaben von Text, aber ja. Mobile könnt ihr beispielsweise mal einen anderen Browser ausprobieren, wieso nicht Fennec oder Privacy Browser brauche ich jetzt noch ganz gerne. Dieses Prinzip von Blockade, ich bin nicht so Fan, aber eigentlich finde ich es eine gute Sache grundsätzlich, wenn ihr etwas installieren wollt, installiert beispielsweise das blockiert doch ähnlich wie bei uBlock Origin im Browser doch ziemlich viel Tracking und Werbung.
ich bin nicht so Fan vom System, wie das machen. Und noch etwas, es gibt da diesen Report, oder das ist von vielen, wo man Apps mal auf Tracking untersuchen kann. Und machen wir doch ein Beispiel, schaut mal hier, SRF Meteo App, da haben wahrscheinlich viele Leute, 8 Trackers, das müssen wir mal weg, weil das, SRF Meteo oder 8 Tracker, okay, und die Bekannten, ja, können wir sagen, wo ist das Problem? Ich kann ja auch sagen, gut, ich nehme jetzt Weather von der Universität, was ist das, Kassel, ganz sicher, sehr cool, die so eine Research Group, Null Trackers, und habe ich einen Nachteil, gut, ich bin jetzt nicht so Wetter-App-Fan, aber das ist das gleiche Prinzip. Also es wäre einfach eine Idee, nicht dogmatisch oder so, ich kenne diese App auch zu wenig, ob die gut ist. Dann gibt es natürlich noch fortgeschrittenere Sachen. Man könnte sagen, ja, stell doch mal das Ökosystem uns. Ist immer ein bisschen Klischees, Vorurteile. Bevor wir Golf fährt, der stellt jetzt nicht auf Renault oder so. Die Franzosen, das ist sowieso so, oder? Analysierungsnetzwerke. Eigentlich das ganze Thema, das ja die digitale Gesellschaft, kann ja auf die verweisen, eigentlich eher abdeckt, eher als ich. Aber man muss schon auch sagen, auch wenn das nicht anpasst, aber öffentlich, sogenannte öffentliche Lizenzen, weil ein Thema für sich, gab heute auch einen Vortrag, die haben je nach Forschung bis zu 100, also klassisch sagen wir 100% weniger Tracking, weil es eben öffentlich einsehbar ist und da will niemand sagen, ich baue mir schon gleich die Tracker ein. Mobile könnte man F-Droid benutzen, statt also aus Android App Store. Und nicht etwa auf die Google-Marketing-Falle hereinfahren, wenn man so will, ja, das ist unsicher und so. Nein, natürlich nicht. Das gilt als relativ sicher, es gibt nichts Sicheres. Suche könnte man etwas tun. Man muss ja nicht gleich also die Tracking-Armen näher. Bei Messenger könnte man etwas tun, wenn man das will. Es gibt wirklich Alternativen. Betriebssystem nicht ganz vergessen, es hat schon eher so, oder der Android auch nur beschränkt, also es gibt Tracking-Normen der Android-ROMs und dann sind schon viele Leute wieder überfordert, weil sie das nicht selber entscheiden kann. Ich mache das jetzt jedem, der daherkommt mit dem Handy, weil ich finde, okay. Also wenn es nicht gerade 100 schafft, dann machen wir das. Und es geht. Gut, da der letzte Punkt, wirklich der letzte, glaube ich, man muss sich hören, aufhören, wer Fortschritten ist, finde ich auch noch ganz eine so Idee, mal auszuprobieren, ob das nicht etwas so wäre. Nextcloud oder sowas. Es ist einfacher als auch schon, finde ich. Man kann wirklich relativ viel tun. Man kann ja, wenn man wirklich viel WhatsApp brauchen, wenn es dann nötig ist, dann ein kleiner Hinweis bei WhatsApp oder so. Ich hätte da noch eine Story über WhatsApp gehabt, aber das reicht von der Zeit her nicht. Kann man schon brauchen, wie immer. Aber es ist natürlich Tracking. Wahrscheinlich mit großem Abstand Tracking Number One, oder? Das ist top, eine Top-Erfindung, und man sagt ja, die 19 Milliarden, die damals bezahlt worden sind, eher gering. Der Netzwerkeffekt, den ja vielfach genannt wird, auch bei Facebook, in der Realität, wenn man das untersucht, es gibt einige Forschungsarbeiten, stimmt das so eigentlich nicht ganz. Das ist schon wahr, oder? Je mehr Leute auf Facebook, auf WhatsApp und so sind, da profitiere ich irgendwie auch so. Aber wenn ich schaue, mit wem ihr Nachrichten rumschickt, dann sind es vielfach, laut Forschung, eigentlich 3-4 Leute, die wirklich, also die könnte man wahrscheinlich sogar von der Familie konvertieren oder gucken, sagen, convert to, quasi bekehren auf einen anderen Messenger. Oder? Nur so das nebenbei. Voilà, das, ich muss hier hören, glaube ich, weil die Zeit abgelaufen ist. Wir haben es geschafft. Es sind noch 100 andere Folgen, aber die lasse ich jetzt. Und ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so schnell, weil ich von Berkel bin, aber ab März oder so ist das schon verfügbar. Da könnt ihr, wenn es jetzt wirklich jemand interessiert, entweder auf der DigiGES an, digitalen Gesellschaft nachschauen, oder da werde ich wahrscheinlich etwas mal drauf haben unter den. Unter der Adresse schickt sich Winterkongress. Voilà. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für minus 5 Fragen. Wer möchte trotzdem kurz eine Frage stellen?
nur kurz, was spricht gegen DuckDuckGo? Ja. Sie sind mir unsympathisch. Herzlich, genau. Jetzt müsste ich ausholen, oder ich sage es so. Sie machen ein paar gute Studien und die bashen ein bisschen Google. Ich kann jetzt sagen, das ist normal, oder die USA und so, das macht man einfach, man basht die anderen und macht dasselbe. Ist vielleicht ein bisschen plakativ, ich würde jetzt nicht unbedingt DuckDuckGo brauchen, ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt nicht die privateste, tracking-armste Suchmaschine, aber man kann sie schon brauchen, ja sicher. Also ich würde auch eher als Google, also wenn man denn auf das schauen will, oder? Das ist immer so. Es gäbe ja noch SwissCows, ne? Als, Ja, das kenne ich zu wenig. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die habe ich da nicht aufgeführt, das nicht zu verwenden. Ich glaube, das ist noch eine der vermutlich besseren, die ich mir jetzt gerade beschreibt. Ich brauche sie nicht. Aber, also DuckDuckGo macht schon genau das gleiche wie Google. Ja, das stimmt. Ich meine, Sie haben keine Search History, keine Personalisierung. Ja, das stimmt. Was dort vielleicht ein bisschen das Problem ist, also man kann das nicht so gut überprüfen. Sie sagen das schon, Sie brauchen allerhand, oder? Und das ist ein bisschen, oder, weißt du, wie ich meine, also ich gebe dir recht, also ich kenne es einfach auch zu wenig, aber wenn man ein bisschen schaut, was die, wie soll ich jetzt das sagen, oder, was die kommunizieren und was dann überprüfbar ist und was sie bashen, andere, dann ist das, kann man sagen, normal, oder, ist okay, darf man. Aber das macht so ein bisschen einen zielspaltigen Eindruck, jetzt im Vergleich beispielsweise zu search.org oder was, .me, ja. Wo man alles eigentlich überprüfen kann, man kann sogar den Code lesen. Ich sage nicht, dass das jemand tut, aber man könnte, ja, wenn man wirklich wissen will, was dort abgeht, könnte man es schon. Am Ende aller Tage ist es ja die Frage, wie all die Serviceanbieter im Netz, ob das jetzt Suchmaschinen sind oder Tageszeitung oder you name it, Geld verdienen können. Ja? Und wenn wir nicht bereit sind, für die Inhalte zu bezahlen, dann werden sie versuchen, Geld auf andere Art und Weise zu generieren. Weil das sind privatwirtschaftlich geführte Unternehmen mit Angestellten, die Geld verdienen wollen, um die Familie ernähren zu haben und eine Miete zu zahlen haben. Also jetzt nur Tracking ist nicht schön, aber es ist die einzige Möglichkeit heute für die Unternehmen, halbwegs kontinuierlich Geld zu verdienen. Und da müssen wir uns auch als Nutzer selbst an die Nase fassen und sagen, wofür bin ich eigentlich bereit, am Ende des Tages Geld zu bezahlen. Welche Suchmaschine darf ich denn bezahlen, dass sie mich nicht trackt? Die gibt es doch gar nicht. Und das ist Absicht. Also es gibt zum Beispiel E-Mail-Dienste, die habe ich, da zahle ich 1 € pro Monat und dafür werde ich nicht getrackt. Ich muss nicht auf Gmail und so weiter. Also zum Teil gibt es die Angebote bei den Suchmaschinen jetzt nicht, aber ich denke, es gäbe einen Markt dafür, für solche Angebote. Wenn DuckDuckGo oder SwissCows nicht regelmäßig einen Obolus spendiere als Funding, werden die irgendwann auch sich Gedanken machen, wie sie ihre Angestellten zu bezahlen. DuckDuckGo sagt, machen halt kontextbezogene Ads. Sie tracken, sie gucken nicht, wer du bist und hier eine personalisierte Ad zu machen, sondern basieren beide rein auf den Hintergründen und sagen, es funktioniert. Ja, ich meine, das ist genau das Gleiche, das haben sie gezogen aus der analogen Welt. Ja. 80% der Leute haben draußen am Briefkasten einen Kleber hängen, ich möchte keine Werbung haben. Ja. Und das funktioniert im Internet offensichtlich nicht, weil da gibt es keinen Briefkasten, wo ich was ankleben kann. Ja. So, und natürlich müssen Service-Provider wie Suchmaschinen oder auch Wetter-Service-Provider müssen irgendwie Geld generieren, um die Leute zu bezahlen, die den Code schreiben. Ja, nee, also wo das Angebot besteht, ich habe eine Wetter-App, die relativ teuer ist, aber ist auch gut und so, da sollte man das bezahlen, da sollte man es völlig einnehmen. Aber es gibt halt einfach Bereiche, wo das auch unterdrückt wird. Es gibt keine so ein bisschen Wetter auf Scale. Wenn man dann stehen würde, dann würde das sofort kaputt machen, weil so viel Geld kann man nicht zahlen, dass sie mehr verdienen würden, als diese Superdienen. Okay, ja, vielleicht wäre es zum Schluss, oder es gibt dieses Zitat, wenn ich noch schon ganz schnell sagen will.
von Bruce Schneier, gut, das ist natürlich nicht neutral in dieser Sache, aber das, er hat ja irgendwo durch recht. Und es ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass NZZ oder PDA oder was auch immer, die Republik Geld machen mit ihrem Modell. Funktioniert offenbar relativ gut, wie man sieht. Vielleicht jetzt die Medien jammern natürlich schon länger und haben die auch einen Punkt. Mit DuckDuckGo habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig Mühe, die so wie die mit den Ads umgehen. Ist auch ein Modell, oder? Ist wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn man so will. Ja. Also es wäre ein langes Thema und das ist so ein bisschen, oder in diese Richtung kann man natürlich schon ein bisschen aufargumentieren, wie bei der Briefkastenwerbung oder anderer Werbung. Es gibt übrigens Studien noch das abschließend dazu, die sagen, dass die Tracking-Geschichte eigentlich wirtschaftlich durchaus zwiespältig ist. Also es profitieren vor allem die ganz Großen und nicht unbedingt die Kleinen, die man gerne unterstützen würde. Das hat auch wieder also Gründe oder dafür, also wirtschaftliche Gründe oder wirtschaftswissenschaftliche und so weiter. Okay, gut. Also wir müssen definitiv Schluss machen.